Irmgard F., die frühere Sekretärin des NS-Konzentrationslagers Stutthof, ist heute zu 2 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das hat das Landgericht im schleswig-holsteinischen Itzehoe beschlossen. Irmgard F. arbeitete laut Anklage 1943 bis 1945 als Stenotypistin im Alter von 18 bis 19 Jahren für den Kommandanten im Lager Stutthof. Deswegen hatte die Staatsanwaltschaft eine Jugendstrafe von 2 Jahren auf Bewährung gefordert. Ihr wurde Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen vorgeworfen. Die Verteidigung der inzwischen 97-Jährigen plädierte auf Freispruch. Es sei nicht nachgewiesen, dass die Mandantin von den systematischen Tötungen im Lager gewusst habe, so die Verteidigung. Laut Historikern starben ca. 65.000 Menschen im KZ Stutthof.